Hallo ihr Lieben, die fünfte und letzte Etappe zum Gardasee rüber steht an. Wohnmobil ist schon wieder gepackt. Mir fehlen jetzt wahrscheinlich 10 Kilometer auf der Route, weil wir jetzt nicht nochmal da einsteigen, wo ich gestern ins Wohnmobil eingestiegen bin. Aber das ist mir jetzt wurscht, weil ich bin ja gestern wieder zurückgefahren zum Dirk, da der einen schönen Platz hatte, wo wir eine Bar hatten, und das kommt auf dasselbe raus. Deshalb fahre ich nicht mehr zurück. Der Platz hier ist richtig super, ist alles geteert, bin nur mal für eine Nacht, echt super. Hier die Toiletten, ich nehme euch mal kurz mit rüber. Die Toiletten sind wirklich top, große Duschen, habt nur die Möglichkeit zum Abspülen. Ich nehme euch gerade mal rüber, das ist hier das Toilettenhaus. Hier sind die Duschen. Alles schön groß. Und auch die Toiletten. Alles schön groß. Und hier habt ihr noch die Möglichkeit zum Abspülen. Eine End- und Versorgung gibt es auch und Strom habt ihr auch. Der Platz hat zu unserem Zeitpunkt, wo wir dort waren, 21 Euro gekostet. Mit Hund und allem drum und dran. Das ist echt ein fairer Preis. So, und jetzt geht's los auf die letzte Etappe zum See. So, wir verlassen Trento und los geht's. Die letzte Etappe, noch 50 Kilometer und dann habe ich's. Hier beginnt da schon der Radweg. Ja, das ist super. So, gerade eben hat mich auch der Dirk überholt mit dem Wohnmobil. Wir sind eigentlich zusammen gestartet. Und ja, jetzt hole ich mal bis Rovereto. Und dann wird man sehen, wie wir weiterkommen. So. Wunderschönes Panorama hier, die Berge, und irgendwo muss ich mal eine Lücke dazwischen durch. Ah, der Radweg geht unten weiter. Dachte schon, es kommt eine Schikane. Ah, hier links ist der Flugplatz, da startet gerade ein Flugzeug. Da drüben seht ihr den Tower, gerade landet ein Hubschrauber. Ja, das ist der Radweg hier ist relativ unspektakulär. Nur geradeaus. Aber macht nichts. Wir kämpfen um die letzten Meter. Da kommt schon der nächste Hubschrauber rein. Also da ist direkt was los hier in Trento auf dem Flugplatz. So, rechts ist die Edge, links ist die Autobahn und mittendrin, da sind wir. Thank you.
aber es ist heute Morgen noch schön zum Fahren. Ist noch nicht so warm. Ist auch für die Abby einigermaßen erträglich. Und am nächsten Platz, wo es sich anbietet, da machen wir mal eine kleine Pause. Die Abby mal Pipi machen kann. Die hat auch vorher gefressen, weil hier kann ich sie nirgends laufen lassen. Es sind zu viele Radler unterwegs. Aber nachher am Gardasee drüben, da kann sie dann schon rennen. Ja, habe leider noch knapp 700 Höhenmeter vor mir, aber auch dies dürfte für heute kein Problem darstellen. Meine Beine sind es ja jetzt gewöhnt. Entweder war bergauf oder es ging gerade oder ein bisschen bergab, dafür mit Gegenwind, dass man beides mal treten musste. Das ist völlig wurscht. Ja, ihr hört den Krach von der Autobahn, das ist ätzend, immer noch kein schöner Rastplatz gekommen. Fahren wir so lange weiter, bis wir einen schönen Rastplatz sehen. Ist auch bisher noch nichts angeschrieben. Da haben wir was. Sehr gut. Da sind wir jetzt am Edtstauwerk. Ich muss mal rüberschauen, ob man das da sieht. Ich guck mal schnell, ob ich da was erkennen kann. So, jetzt hat die Frucht gewechselt. Hier gibt es jetzt Wein. Da habe ich drauf gewartet, weil irgendwo wird die Grenze kommen, ab wo von der Werbe her kein Apfelanbau mehr möglich ist. Und das ist jetzt hier. Ja, hier ist das Landschaftsbild natürlich wunderschön. Links und rechts die Berge. Und ich denke mal, da irgendwo, da vorne, wo die Berge auch quer kommen, da muss ich dann mal irgendwo drüber. Ah, jetzt kommt die Sonne raus. Es wird natürlich schon warm. Aber durch das, dass die Etsch da so richtig Wasser hat, kühlt die immer noch so ein bisschen. Wenn ich richtig informiert bin, wird hier im Weinbaugebiet hier der Tirol Deco angebaut. Sehr guter Wein, schmeckt mir selber auch. Ja, rechts von uns ist die Autobahn. Noch weit, also rechts zuerst die Edge, noch weiter rechts die Autobahn. Ja, der Edge-Radweg. Der ist schon nicht schlecht, aber geht halt immer nur geradeaus. Da ist nach einem Kilometer wie nach 10, ist ja immer irgendwo dasselbe. Aber ist trotzdem schön. Wenn ich sehe, dass die Bauern hier bei der Arbeit sind und ich darf hier da mit dem Rad und der Abby wunderschön vorbeifahren, dann hat das natürlich schon auch was. Und ich weiß, dass ich momentan nicht arbeiten muss. So, ich denke, da vorne wechseln wir die Edge-Seite, so wie es mir hier angezeigt wird. Aber das sehen wir dann. Ist tatsächlich so. Hier wechseln wir die Edge-Seite.
So, und ich glaube, da vorne ist auch das Bauwerk, das wo vorher beschrieben war, wenn ich mich recht erinnere. Sie wieder, da bist mehr am Überholen als am Radeln. Aber es macht nichts. So, wenn ich sehe, die ganze Autobahn, die ist im Stau Richtung Süden. Es sind schon Scharen unterwegs, also ich sag's euch, das ist eine wunderbare Pilgerwanderung. Ja, wir wechseln mal wieder die Edge-Seite. Ja, wir haben jetzt mal ein kleines Päuschen gemacht und es geht ordentlich zu auf dem Radweg, wie ihr seht. Es ist richtig Verkehr, aber es ist richtig schön. Hier sitze ich noch ein bisschen im Schatten. Jetzt bin ich so kurz vor Rovereto, noch 4-5 Kilometer und dann beginnen für mich auch die Berge. Oder der Berg, wo ich hoch muss, ist nicht viel, aber ich habe halt schon noch ein paar Höhenmeter zu machen. Ja, und schaut mal den Blick hier. Das ist doch einmalig. Die Abby, die pennt im Hänger, die liegt drin. Ja, die ist auch warm, gell? Aber da könnt sie wenigstens hinlegen, muss sie nicht stehen, sieht was. Das ist ideal. Und ihr seht schon wieder, nur dass ihr mal einen Einblick habt, was hier auf dem Radweg los ist. Also das ist nicht so, dass ich das sage. Und wie gesagt, da bist du halt laufen dann überholen. Außer die Rennradfahrer, die überholen natürlich mich auch noch, aber die fahren ja mit 40 Sacken. Natürlich wieder Gegenwind, das ist ja klar. Ihr seht es, wie es ausschaut. Sehr typisch. Obwohl es bergab geht,
Das ist immer nur wie Patex auf dem Reifen. Durch die Weinberge durch, wunderschön. Boah, das ist mega schön. Ja, mitten durch die Weinberge. Also das ist jetzt wieder, also die Tour. Die ist jetzt wieder richtig schön, das entschädigt alles für das Langweilige am Etschtalradweg. Da ist richtig Verkehr am Radweg hier. Ja, das ist schon mega, mega schön hier. Also da gibt es jetzt gar nichts. Also heute ist der Radweg deutlich, deutlich wieder besser als gestern das Stück von Bozen bis Trendor. Vielleicht finden wir auch hier mal irgendwo ein Café, wo ich gerade im Wegesrand sehe. Ich würde gerne mal einen Cappuccino trinken. Schaut es doch gut aus. Cafeteria. Mal gucken, ob wir da vorne irgendwie reinfahren können. Ja, das schaut gut aus. Ich denke, wir sind hier in Rovereto. Wir haben uns kurz hingesetzt, trinken jetzt mal ein Cappuccino, frühstücken was und dann schauen wir mal, was es da gibt. Vielleicht ein Brioche oder irgend sowas wird es schon geben. Die Ebbe ist auch ganz gechillt da unten. Ist richtig schön hier, grün, mega toll. So, das ist jetzt mein Frühstück. Hinter mir läuten die Glocken, aber das ist mein Frühstück. Und da steht's bei. Besser geht's nicht. Ja, das ist wunderschön jetzt hier durch zum Raden. Sind wir frisch gestärkt. Rennradfahrer machen natürlich deutlich mehr Geschwindigkeit wie wir mit dem Cruiser, aber wir kommen auch ans Ziel. Jetzt haben wir noch gut 20 Kilometer und dann ist der Alpencross auch am Höhepunkt angekommen.
wir steuern in großen Schritten dem Gardasee entgegen. Ja, man sieht schon, die Trauben hängen. Sind noch nicht groß, aber man sieht sie hängen. Ja, ist richtig schön da. Boah, jetzt habe ich eine Fliege im Mund. Ja, also geht es da laufend nach oben. Das ist aber nicht, überhaupt nicht tragisch. Der Radweg hat sich geleert. Man sieht außer ein paar Spaziergänger nichts mehr. Der eine oder andere Radler ist noch da, aber die Strecke hat sich jetzt ziemlich geleert. Die denken nicht, dass sie auf dem Radweg parken. Das ist unglaublich. So, da hoch müssen wir noch. Aber die meisten Höhenmeter haben wir jetzt sicherlich bald hinter uns. Das ist auf den, ich glaube, Passo San Giovanni heißt der hoch. Das ist aber nicht tragisch. Ja, ihr seht's, da ist jetzt 15% Steigung angesagt. Die 15%, die schaffen wir mit links. So weit kann es nicht mehr sein. Wir haben sicherlich gleich einen Scheitelpunkt erreicht. Ja, ich denke, jetzt, ja, Passo San Giovanni. So, da machen wir doch mal einen kleinen Stopp. Und dann fahren wir auf den Gardasee ein. Ja, die Blechlawine zum Gardasee rollt. Müssen wir hier nochmal unten durch. Und dann rollen wir auf Nago di Torvole ein. Wieder einen Stich hoch. Aber ich habe gleich untergeschalten. Turbo rein, also beziehungsweise High. Wir haben Akku genug. Haben nur 3/4 voll. So. Dann haben wir doch das geschafft. Wie ihr seht, die Autolawine hier. So, vor uns liegt Nago. Und hinter Nago, hey, fährt da wieder entgegen. Ja, leitet uns so rüber. Da geht es richtig runter, hier durch die Weinberge. Oh, das ist mega schön. Ich bin begeistert und überglücklich. Ich kann es euch gar nicht sagen. Bin echt richtig glücklich. Und auch noch mal, dass mir der Luca in Meran so geholfen hat mit dem Dogcruiser, dass wir unsere Tour zu Ende fahren können.
weil ich habe das mit Abby trainiert, dass sie gerne in den Hänger geht und alles. Und die hat auch Freude davon gefunden. Und dafür gibt es heute noch einen ordentlichen Spaziergang jetzt hier in Torbole. Oder um Torbole, da kann man auch überall schön laufen mit den Hunden. Und ich bin einfach nur dankbar, wie gesagt, nur noch Bergwunder. Die Bremsbeläge haben gehalten, die haben wir direkt davor neu drauf gemacht und ich habe auf Reserve nochmal extra welche mitgenommen. Habe noch Kettenglieder dabei gehabt, falls irgendwas bricht an der Kette oder so. Und das war alles also richtig, richtig gut. Gar kein Problem. So, jetzt gehen wir darüber. Und jetzt fahren wir auf Nago ein. Jetzt kann es sein, der schickt mich hinten runter nach Torbole. Ja, der schickt mich über den Monte Altissimo. Ich fahre klassisch runter an Gardasee. Und der See ist vor mir. Leute, guckt euch das an. Da trinken wir jetzt erstmal einen Cappuccino. So, ihr Lieben, ich hab's geschafft. Der Gardasee liegt vor mir. Beziehungsweise jetzt, so wie ich es jetzt hinter mir. Wir sind gleich da und ich habe meinen Alpencross hiermit dann, sobald ich unten am Wasser bin, beendet, weil ich habe gesagt, das Fahrrad taufe ich noch im Wasser. Das mache ich noch. Ja, alles gut gegangen. Abby ist auch wohl auf. Die liegt da unten. Ciao. Die ist auch glücklich. Und ab jetzt ist Urlaub. Ich bin einfach nur glücklich, wenn ich da runterschaue. Genießt mit mir die Einfahrt auf den Gardasee. Es ist einmalig. Da geht es jetzt nochmal richtig ein paar Höhenmeter runter, aber das ist wunderschön. Das ist herrlich, ich kann es euch nur sagen. Ich bin überwältigt. So, jetzt fahre ich auf den Campingplatz. Der Dirk, der steht schon da. Und dann schauen wir mal, was wir morgen noch hier vielleicht für eine Runde drehen können. Vielleicht möchte ich aber
morgen auch kein Fahrrad sehen, ich weiß es nicht. Aber eher nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich morgen hier eine Runde fahre, die ist relativ groß, weil es einfach zu schön ist in der Gegend. Und vielleicht schon ganz früh die Bonale Straße oder so, irgend sowas wird mir schon einfallen. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Alpencross mit Hänger und Abby gerockt. Bin einfach nur dankbar. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dass ihr sowas machen und erleben könnt, mit oder ohne Hund, ob dick wie ich, ob dünn, völlig wurscht. Die Gegend hier ist traumhaft und hier, das entschädigt einfach nur für alles. Ich habe die Tour gut geschafft, für mich war es jetzt kein Problem. Hatte vor der Tour ca. 1500 Kilometer in den Beinen mit dem Rad. Hab da auf meinen Radhändler gehört, der mir gesagt hat, fahre nicht, bevor du nicht mindestens 1500 Kilometer gefahren bist. Und wie recht er doch hatte, das ist, hat alles super geklappt. Das Rad ist richtig toll. Auch mit dem Cruiser, durch das, dass es ein Fully ist, hat natürlich Abby im Cruiser hinten über die Schotterstrecken das wesentlich einfacher, weil das Rad halt über die Feder nachläuft. Ja, jetzt haben wir eine rote Ampel. Jetzt weiß ich nicht, was die bedeutet, aber ich halte auf jeden Fall mal. Unter mir liegt Torbole zu Füßen. Also war nicht allein ich, wo gequietscht habe. Hinter mir hat es auch gequietscht. So. So, ich nehme euch mit durch die Gassen von Torbole. Man muss ordentlich bremsen, aber jetzt sind wir gleich unten. Und hier ist auch schon mein Lieblingshotel, Hotel Zentrale. Hier kann man hervorragend essen. Das haben wir auch schon öfters gemacht. Und abends im Kattisarg, das gibt es immer noch, das ist schon 20 Jahre her, wo ich da drin war. Und hier rechts hinten ist das Hotel Zentrale. So. Und jetzt ordne ich mich im Verkehrsfluss ein und fahre zum Campingplatz. Blöd stehen bleiben. Verkehrsfluss. Stell fest, ich bin fast genauso schnell wie die Autos. Zumindest hier mit dem Verkehr am Sonntag. So, wir fahren jetzt über den Fluss Sarka. Das ist der nördliche Zufluss vom Gardasee. Fahren wir jetzt rüber.
So, jetzt fahren wir raus aus Torwolle. Fahren noch ein Stück Richtung Riva. Und dann geht es aber auch nach dem Kreisverkehr geht's schon runter. Ich sehe schon Maroadi angeschrieben. So, da kommt auch schon der Dirk. Und jetzt sind wir da. So, ihr Lieben. Ja, vor 35 Jahren war ich hier. Ja, vor 35 Jahren war ich hier zum Surfen. Und jetzt bin ich mit dem Rad runtergefahren. So, mein Alpencross 2023 ist hiermit auch schon wieder Geschichte. Aber es war richtig schön. Bin einfach nur dankbar. Jetzt werden wir erstmal unsere Campingsachen rausholen. Und jetzt ist erstmal Beine hochlegen angesagt. Und ich gebe euch dann später noch mal ein Statement, aber da werde ich das Rad noch mit Gardaseewasser taufen. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. So, wir fahren mal schnell vom Campingplatz an den Strand vor. So, ihr Lieben, mein Alpencross ist beendet. Hier stehe ich jetzt am Gardasee und jetzt werde ich noch das Fahrrad mit Gardaseewasser taufen. Weil das mein erster Alpencross war und meine erste große Tour, deshalb werde ich jetzt das Fahrrad mal mit Gardaseewasser taufen. Alvin, komm mit Klotze. Klotze, komm mit. Komm mit Klotze. So, die Fahrradtaufe ist vollbracht.